So, du kannst diesen Auftrag nicht annehmen. Ach so, warum nicht, wenn ich auf dem Pferd sitze? Was ist das denn für ein Quatsch? Okay. So. Hallo. Heute ist ein wunderschöner Tag, nicht? Die zurückgekehrten Zugvögel singen, die ersten Blumen blühen und die Stute dort drüben wird bald das erste Fohlen des Jahres zur Welt bringen. Ja, genau. Der Frühling kehrt in Jorvik ein. Wir Jorvik Rangers müssen dafür sorgen, dass alle Fohlen wohlbehalten zur Welt kommen und sich an uns Menschen gewöhnen. Leider sind wir dieses Jahr etwas unterbesetzt. Du scheinst eine starke Verbindung zu deinem Pferd zu haben. Könntest du uns vielleicht helfen? Ich kenne mein Pferd erst seit 2 Tagen, aber ich kann es gerne versuchen. Die Geburt eines Fohlens ist nicht sehr kompliziert. Gesunde Stuten können ihr Fohlen in der Regel ohne Hilfe des Menschen zur Welt bringen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir bei den Stuten sind, wenn das Fohlen geboren wird, um sicherzugehen, dass das Fohlen gesund ist und die Stute es nicht ablehnt. Schwangere Stuten sind häufig scheu, also musst du dich ihnen vorsichtig nähern und ihnen zeigen, dass du keine Bedrohung darstellst. So werden sie ruhiger. Okay. Ich hoffe, ich laufe gerade nicht. Oh, ja doch, ich laufe natürlich, das war klar. Jetzt weiß ich auch, warum ich das ohne Pferd machen muss. Ganz ruhig. Bewege dich nur, wenn der Pfeil grün ist. Halte an, wenn der Pfeil rot ist, dass sich die Stute sonst erschreckt. Okay. Alles gut, ich habe doch schon bei gelb angehalten. Wieso ist es denn jetzt rot? Hallo? Ich habe eigentlich gerade gestoppt. Wieso lief die denn jetzt noch? Ganz ruhig, Süße. Ich tu dir nichts. Alles gut, alles gut. Das machen wir doch mit links, oder? Alles ist gut. Alles ist gut. Darf ich? Ich darf nicht. Du bleibst bei der Stute und hilfst ihr, ruhig zu bleiben. Auch noch ein weißes. Das hast du fein gemacht. Och, ist das süß. Unser erstes Fohlen. Also mein erstes Fohlen. Ich weiß nicht, ob es auch... Oh, hat die mich jetzt erschreckt? Ob es auch euer erstes Fohlen ist? Darf ich dich streicheln? Nee, ich darf dich nicht streicheln, oder? Kann ich dich streicheln? Auch nicht. Oh, das ist aber so süß. Ich will einen Fotomodus, bitte. Da. Da. Oh, das ist süß. Das weiß ich nur nicht. Wie ich das am besten... So. Gibt es eigentlich einen Shortcut für diesen Fotomodus? Das fände ich wirklich besser und einfacher. Ja, komm, komm. So. Ach, ich kann... Ah, das habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Oh, das ist so süß. Es ist wirklich so süß. Also es tut mir leid, aber ich muss das... Das Fohlen jetzt wirklich ein bisschen fotografieren. Ja, ich werde es jetzt nicht übertreiben, ich weiß, aber... Oh. Nein. Genau, lauf mal rückwärts auf die Ranger-Dame zu. Das scheint ein gesundes kleines Fohlen zu sein. Gute Arbeit. Als nächstes müssen wir die Fohlen an uns Menschen gewöhnen. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Durch bestimmte Aktionen kannst du dir das Vertrauen eines Fohlens verdienen. Klicke das Fohlen an, um ein Menü aufzurufen, das dir anzeigt, wie sehr das Fohlen dir vertraut. Über dieses Menü kannst du auch Aktionen ausführen. Nicht alle Aktionen sind von Anfang an verfügbar. Du musst erst das Vertrauen des Fohlens zu dir stärken. Du kannst dein Vertrauen zum Beispiel dadurch verdienen, dass du ihm hilfst, bei seiner Mutter zu trinken. Auch dadurch, dass du der erschöpften Mutter Wasser gibst, zeigst du dem Fohlen, dass es dir vertrauen kann. Wenn du erst vor kurzem eine Aktion durchgeführt hast, kannst du sie nicht sofort noch auf einmal... nicht sofort noch einmal benutzen, um Vertrauen aufzubauen. Du kannst also beispielsweise nur dann Vertrauen durch das Füttern des Fohlens gewinnen, wenn es auch hungrig ist. Schaue nach einer Weile wieder nach, ob das Fohlen etwas braucht.
Dass du das Vertrauen des Fohlens durch eine Aktion stärken konntest, erkennst du an den kleinen Herzen, die über dem Fohlen erscheinen. Oh. Zu dieser Zeit werden auf Jorvik viele Fohlen geboren. Ich gebe dir 500 Jorvik-Schillinge für jedes Fohlen, mit dem du dich anfreundest. Ja, das machen wir doch mal direkt hier. Aber sicher. So, dich darf ich füttern? Ich sehe nichts. Ich kann es auch nicht drehen. Oh. Oh, da muss ich ein Foto von machen, von den Herzchen. Das sieht so süß aus. So, was kann ich denn hier noch machen? Füttern kann ich nicht direkt wieder. Deswegen muss ich dann mal gucken, was ich bei dir machen kann. Ach so, ein Eimer, okay. Ja, ist ein ganz tolles Foto, wenn dann wieder mal jemand dazwischen steht. Ich liebe solche Aktionen. Ah, das ist doch das perfekte Foto gerade gewesen. Dieses Fohlen ist jetzt freundlicher. Ah. Oh, jetzt können wir nochmal ganz schnell. Nee, können wir nicht? Mist. Ich hab's versaut. Kuscheln. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Davon auch ein Foto. Oh, das ist schön. Und die Mutter guckt auch noch so ein bisschen. So richtig. Können wir da einen Filter drauf machen? Das ist so... Ja, das sieht so nach Abend aus. Das sieht nach Nacht aus irgendwie. Ach, mehr gibt's nicht? Okay. Ja, nee, dann nehmen wir keinen... Dann nehmen wir keinen Filter. Aber das sieht so süß aus. Oh. Ich will auch so ein weißes Fohlen haben. Trainieren. Trainieren kann ich es auch. Wie kann ich es denn trainieren? Okay. Okay. Das kommt mit mir mit. Oh, das ist ja eine coole Idee. Nein. Nein, dreh dich nicht ganz raus. So. Es ist ein etwas doofes Foto irgendwie. Vor allen Dingen, weil das Pony sieht so gestresst aus irgendwie. Ach so, das ist jetzt auch doof wegen den Dingern unten drunter, ne? Sehe ich jetzt gerade erst. Okay. So, wir wollen hier hin. Ne, wir wollen gar nicht hier hin. Sally Winterlook hat sich gerade irgendwie ins Gras rein verflüchtigt. Bleibst du mal stehen hier? Das Fohlen vertraut dir doch und ist dir gerade am Folgen. Kannst du doch nicht so schnell hier durch die Gegend eiern. So, stopp. Da fliegt eine Hummel. Ist ja mal cool. Ja, das ist auch ein schönes Foto. Ich frage mich nur gerade ernsthaft. Ach, da hinten ist das Fohlen. Okay. Warum ist das Fohlen jetzt wieder abgehauen? Hallo, Fohlen. Ja, ich mag dich auch. Lass uns kuscheln. Oh. Oh, das ist auch schön. Aber das Problem ist, wir können natürlich jetzt nicht die ganze Zeit kuscheln. So, das machen wir jetzt mal. Das wird nämlich, ich glaube, das wird das Coverfoto. Das ist so genial. Habe ich zweimal drauf gedrückt, oder? Kann ich deiner Mama noch irgendwas Gutes tun? Kann ich dich füttern? Genau. Nee, ich kann dich nicht füttern, aber ich kann dir dabei helfen, gefüttert zu werden.
So, was ist denn mit deiner Mama? Können wir der auch noch mal helfen hier? Hallo? Nimmst du das raus? Okay, ihr können wir, glaube ich, nicht helfen, aber vielleicht können wir die Hufe machen. Nee, auch nicht. Sonst auch nichts. Okay. Dann müssen wir noch mal trainieren. So, dann kommen. Mein süßes Fohlen. Das heißt, meins ist es ja leider nicht. Oh, Moment. Durch bestimmte Aktionen. Ach so, das habe ich doch eben schon. Ja, wir wissen es. Ja, ist okay, danke. Hallo, ich muss mit dem Fohlen weiterreiten. So, ich dachte, die gute Frau ist schon so weit. So, komm, wir traben hier mal so ein bisschen entlang. Und hier noch ein bisschen. Folgt uns das Fohlen überhaupt noch? Das Goldblatt-Championat, okay. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Quests oder so. Hallo, renn doch nicht weg. Zeit zum Kuscheln. So, so schön, also hat er die Augen auf. Dieses Fohlen ist jetzt freundlicher, das heißt, folgen. Okay. Na komm, komm. La, 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 la. Juhu. So, dann gucken wir noch mal, das werde ich ein bisschen füttern. Oh, Moment, sie hat jetzt gelb drin. Aber irgendwo stand doch drin, kann ich doch sehen. Was es mit dem Fohlen ja auf sich hat. Also, wie zutraulich das ist. Freundlich, es ist grundsätzlich freundlich. Ah, ja, ich kann jetzt... Okay, ich verstehe. So, ein freundliches Fohlen. Du hast dich anscheinend mit dem Fohlen angefreundet. Gute Arbeit. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte dieses Fohlen direkt mitnehmen. Darf ich das? Och, sag bitte ja. Okay. Nein. Och nein, ich wollte nicht nochmal. Ja, ist doch okay. Kann man das nicht abkürzen hier mit Escape oder so? Nee, kann man auch nicht. So. Es tut mir leid, du kleines Fohlen. Ich muss dich leider verlassen. Obwohl du quasi mein Traumpferd gewesen wärst. Du bist... Oh. Kommt das jetzt mit? Das glaube ich aber nicht. Das sieht aber süß aus. Das ist leicht neben der Spur, aber es sieht süß aus. So, da wo ich hinreite, kann ich dich leider nicht mitnehmen. Also ich kann dich mitnehmen, aber du wirst nicht mitkommen. Oder? Kann ich dich in den Stall mitnehmen? Na, es folgt mir. Ich kann es mal versuchen. Es folgt mir immer noch. Nein, nein, nein. Ich wollte eins von der Seite machen. Ich glaube, da brauche ich echt Übung für. Sind wir jetzt von da gekommen? Ich glaube ja, oder? Ist noch da? Nein. Das Fohlen ist nicht mehr da. Och Mann. Das ist gemein. Da vorne ist irgendwas Grünes angezeigt. Ich weiß aber nicht wo. Ah, ich sollte... Moment, mit der kann ich auch reden.
Aber das ist doch nur das für ein St Nee, das ist doch nur die für einen Stall. Stopp, stopp, stopp. Absteigen bitte. So. Ach, ich habe die eben gar nicht verbraucht, sehe ich gerade. Okay. Ups. Ich wollte nicht das... Ah, der ist auch nicht durstig. Okay. So, das habe ich heute auch alles schon gemacht. Was ist das denn hier eigentlich? Ach so, die Anfänger-Reiterjacke, genau. Okay, ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann schauen wir mal eben auf der Karte. Also hier oben, das ist gesperrt, wenn ich das richtig sehe. Und das ist dann auch gesperrt. Wir könnten aber theoretisch nach Nebelfall gehen. Ich weiß nicht, ob wir das praktisch auch können. Wenn ja, würde ich normalerweise sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Ich habe schon wieder eine Einladung zu einem Reitclub bekommen. Ich bin sehr begehrt heute. Ja, toll. Musst du gerade jetzt mit deinen dämlichen Füßen rumspielen, jetzt wo mal keiner im Blickfeld ist hier. Guck doch einfach mal. Ja, so in der Art, genau. So, mit diesem Bild würde ich mich jetzt gerne für heute erstmal von euch verabschieden. Es war für mich unheimlich schön, dieses Fohlen jetzt zum Freund zu machen und mehr als unheimlich traurig, dass ich das Fohlen jetzt zurücklassen musste. Das ist einfach unfair. Ich möchte auf jeden Fall ein schneeweißes Pferd haben, was nach Möglichkeit irgendwie so pinkes Zeug drauf kriegt. Also ein Sattel und Trense und alles. Aber ich will auch so ein pechschwarzes Pferd auf jeden Fall haben. Ich bin echt mal gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Anfängertipps habt oder so, dürft ihr sie natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Also ich habe nur so ein paar Kleinigkeiten bisher rausgefunden, wie man bremst, wie man die Karte öffnet, wie man den Status von Reiter und Pferd einsieht. Ja, und wie man Geld verdient im Endeffekt auch. Also sprich die Stelle ausmisten, das was wir jetzt vorhin gemacht hatten. Rufquests soll es wohl geben. Ich weiß nicht, was das ist oder wie man da drankommt. Ja, und durchs Leveln soll man wohl auch gut Geld verdienen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit jeder Stufe ist, die ich dann hochlevel, dass ich dann da was bekomme. Ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge und ich sage dann einfach mal bis dann. Ciao.